Guten Tag und willkommen zurück zu Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Im letzten Part haben wir hier den Magmarok besiegt. Und jetzt geht es auf zum Todesberg. Also wechseln wir zu Impa und rennen direkt los. Na, ich hoffe, es dauert jetzt nicht schon wieder so lange. Aber Impa ist doch sehr flott. Wollen wir sie testen? Nee. Ja, doch. Ja gut, wenn sie auf dem Weg sind, dann schon. Aber brauchen wir halt auch nicht. Ah, die Viecher kenne ich. Also kommen mir zumindest bekannt vor. Die müsste ich schon mal gesehen haben. Im Hauptteil. Breath of the Wild. Und das war ein krasser Angriff. Aber wir haben noch geilere Sachen drauf. Mit Impa. Also werden wir das auch benutzen. Let's go! Ja, nice. Also, Impa macht echt Bock. Ja, nice. Oh mein Gott, was ist da denn los? Oh mein Gott, machen die Damage. Was wurde gerade gesagt? Was stand da unten? Holy shit. Es war wahrscheinlich irgendein Tipp. Aber den habe ich jetzt verpasst. Weil ich gerade auf die Viecher konzentriert war. Ja gut, wenn er nichts macht, dann werde ich wohl angreifen müssen. Ja, was geht denn hier ab? Was? Von was wurde ich denn... Hinter mir ist noch so ein Vieh. Ja, RIP. Wie soll man denn gegen diese Viecher was ausrichten können? Und ich muss von hier starten? Überlass das mir. Das ist echt scheiße. Na gut, dann gehen wir zurück. Haben wenigstens... Nein, Heil-Items haben wir nicht. Ja. Die heißen Quellen. Ist alles in Ordnung. Schön und gut. Aber, wie gesagt, wir wurden gerade eben erst geheilt, nachdem wir den Kampf gewonnen haben. Also weiß ich gar nicht, warum hier die heißen Quellen überhaupt sind. Ja, let's go. Okay, Moment. Ich will nochmal was austesten. Alles klar. Okay, wenn man erst angreift. Okay, wenn man erst Y und dann X drückt, dann kann man sich so in die Luft katapultieren. Das ist ziemlich nice. Holy shit. Ja, muss man aber auch erstmal wissen. Ich glaube, das hätte uns im Kampf gegen den Magmarok
schon einen ganz guten Vorteil verschafft. Aber ob ich das dann da in dem mit dem Druck hinbekommen hätte, weiß ich nicht. Ja, aber jetzt können wir es auf jeden Fall extrem gut einsetzen. Oh mein Gott, geht sie ab. Ja, let's go. Also, falls ihr euch gefragt habt, wie man Impa richtig spielt, so anscheinend. Ah. Okay, let's go. Dachte mir gerade schon, dass man da doch bestimmt... einen Schmetterangriff einsetzen kann und... Boah, geht's hier gerade ab. Holy shit. Ja, ich bin down, ne? Nee, noch nicht. Anscheinend noch nicht. Ah, nein. Stasis kann man leider gar nichts hier anrichten, so wie es aussieht. Nein. Als ob ich da genau dann rauskomme, wenn der Typ seinen komischen Angriff da macht. Das ist doch richtig... ist doch richtig scheiße. Vor allem, dass sie so viel Damage machen und dass man da unten gespawnt wird. Warum? Warum da unten? Dass man jedes Mal auch diese scheiß Nachricht hier bekommt. Ich weiß es so langsam und es bringt einem einfach gar nichts. So, kann ich ihn irgendwie hier herholen? Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Gut. Und ihn am besten auch. Ja. Alles klar. Okay. Okay, und das Vieh können wir ja anscheinend nicht fangen. Da habe ich mich jetzt extrem drauf konzentriert, das zu kriegen. Aber es geht nicht. Alles klar. Okay, und man sollte die Symbole erst einsammeln, wenn sie zum Angriff einsetzen. Das ist auch noch wichtig zu wissen bei Impa. Sonst könnte es sehr brenzlig werden, wie man eben gesehen hat. Ich bin da rausgekommen, als er gerade angegriffen hat. Und ja, man kann auf Risiko gehen, aber ich glaube nicht, dass es einem so viel bringt. Ja, ich kann doch nicht mal da reingehen, wenn er angreift. Ich drücke die ganze Zeit X. Aber es passiert einfach gar nichts. Mach einfach den Spezialangriff.
Ja, okay. Ich denke, wir sollten auch mehr mit unseren Fähigkeiten arbeiten. Ich glaube, die habe ich echt vernachlässigt. Okay, let's go. Und Schmetterangriff. Meine Fresse. Und wir haben Heil-Items? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, warum jetzt erst? Warum haben wir jetzt erst Heil-Items? Die wir vor allem jetzt auch gar nicht mehr brauchen. Was zum Teufel, Mann? Weil wir, denke ich, jetzt sowieso zu Daruk wechseln werden. Der mittlerweile hier ist, habe ich das richtig gesehen? Sehe ich das richtig auf der Karte? Ja, dann werden wir auch zu Daruk wechseln. Weil die Heil-Items kann ich mir dann auch sparen. Ganz ehrlich. Also wenn das hier so asozial ist, der Level, dann muss man hier auf alle Tricks zurückgreifen. Wie er sie einfach klein schlägt. Oh mein Gott. Ja, nee. Mit ihm geben wir uns nicht ab. Mit ihm auch nicht. Wir wollen hier immerhin den Hauptfight sehen. Oh shit. Ich habe mich voll von ihm erwischen lassen. Was eigentlich... Hallo. Lass es doch jetzt mal sein. Ey, komm schon. Ich werde von ihm nur geownt. Ich werde den Charakter wechseln müssen. Es geht einfach. Ich verstehe gerade nicht, warum ich die ganze Zeit weggeownt werde. Vor allem versuche ich auch eigentlich euch die Spezialattacke von Daruk zu zeigen. Aber ich weiß nicht, ob er einfach keine hat oder ob ich einfach die ganze Zeit getroffen werde. Und deswegen nichts machen kann. Ich denke, wir werden Impa mal hier hinschicken. Können wir ihnen denn Schaden machen? Also ihn werden wir auf jeden Fall erstmal einfrieren. Und so können wir ihn auch down bekommen. Alles klar. Und nur mit Link können wir hier hoch. Ja, drohende Niederlage, das ist natürlich jetzt scheiße, während ich hier im Kampf bin. Aber was soll ich machen? Ich habe Impa darunter geschickt, jetzt kann man nur hoffen, dass sie halt rechtzeitig darunter kommt. Ja, okay. Feuer wird wahrscheinlich hier echt nichts bringen. Okay. Wenigstens hier die
Module können was gegen ihn ausrichten. Ich versuche auch die ganze Zeit da oben drauf zu zielen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt ihn damit treffen kann, wenn ich nicht vernünftig stehe. Also akzeptieren wir einfach den Schaden, indem wir auf ihn draufgehen. Und versuchen ihn damit ein wenig dann zu damagen. Was auch ganz gut geklappt hat. Ich wollte das nicht machen, sondern die Bomben. Ich glaube, die hätten jetzt richtig gut eingeschlagen. Schade. Ich werde einfach nochmal versuchen, dass... Oh, Mist. Ich werde einfach nochmal versuchen, dass er sich hinwirft. Ja, ja, ist ja gut. Und jetzt, jetzt geht's hier ab. Okay, ja gut. War jetzt nicht so krass. Aber trotzdem schon etwas. Und können wir nochmal den Attackenhagel bekommen? Anscheinend nicht. Und Impa ist mittlerweile unten angekommen. Also hoffe ich einfach, die werden noch ein wenig aushalten können. Und der Magmarok, ja, der dürfte jetzt auch down sein. Alles klar. Bruder. Alles klar, Link. Von heute an bist du mein Bruder. Ich zähle auf dich, Bruder. Darok, Held der Goronen. Okay, wir haben gewonnen. Sehr nice. Das war echt intens. Und wir haben einen Reise-Zweihänder bekommen, der extrem stark ist. 19 Attack Damage. Ja gut, bei ihr bleibt das ein bisschen aus. Aber hier, der Steinspalter. 18 Attack Damage. Und eine Anti-Feuerrüstung. Nice. Und eine Kräuterpfanne. Ich glaube, wir hatten auch die ganze Zeit über kein Fressen, weil ich gar nichts ausgerüstet habe. Kann das sein? Oh mein Gott. Dann habe ich es mir tatsächlich echt schwer gemacht. So wie es aussieht. Ja, den Loading Screen hätten sie auch etwas schöner machen können. Und jetzt gibt's sogar noch eine Cutscene. Oh, immer wieder ein prächtiger Anblick, nicht wahr? Ja, in der Tat. Hm? Nice. Du meinst einfach drauf los? Na gut, auf geht's. Was? Was ist das denn jetzt? Neigungssteuerung? Ich werde die einfach erstmal anstellen. Mächtige Gegner, Gegner, die mit einem Ausrufezeichen markiert sind, bereiten einen gefährlichen Angriff vor. Greife sie an und besiege sie, bevor sie angreifen können. Sollte man da nicht lieber ausweichen? Aber vielleicht ist es auch so ein... So ein Grand Finale, wie es ihn auch bei Pokémon gibt, dass wenn sie kurz vorm Sterben sind, dass sie nochmal richtig einen raushauen können. Varudania, mit Hilfe von Y kannst du auf den Boden stampfen, hierdurch greifst du Gegner in deiner Nähe an. Okay, ich denke, dann dürfen wir jetzt den Titan steuern.
Ja, let's go. Die Standardposition für die Neigungssteuerung wird festgelegt. Halte den Controller oder die Konsole in der Position, die du verwenden möchtest, und drücke A. Drücke in der Schlacht ZL, um die Position zurückzusetzen. Ja, so möchte ich das gerne haben. So wie ich es jetzt halte. Und das ist gar nicht mal so bad. Alles klar. Ja, let's go. Fadenkreuzsteuerung. Ach, kann man auch? Okay, das finde ich gut. Das finde ich extrem gut. Das ist quasi so wie bei... Holy shit. Gab's gerade Frame-Einbrüche? Nintendo. Was ist hier passiert? Bei dem Spiel? Weil irgendwie... Ach so! Ah, okay. Das ist gemeint mit gefährliche Angriffe. Wir können die logischerweise one-hitten jetzt. Und so, dass wir keinen Schaden bekommen, müssen wir die auf jeden Fall als erstes erledigen. Gegenangriff. Ja, nice. Okay. Das ist echt eine coole Passage. Ach, Müll. Und ich finde es auch schön, dass man hier nicht einfach nur durchreiten kann, sozusagen. Sondern, dass man tatsächlich hier sich ein wenig anstrengen muss. Besiege die Truppen der Monster am Todesberg. Ja, das versuche ich. Ah, Mist. Ah, muss ich das R drücken? Ich glaube, ich muss das R drücken. Mit dem Gegenangriff. Oh mein Gott. Jetzt wird's hier tatsächlich etwas wild. Und ich glaube, wir sollten auch mal den Lavaregen benutzen. Let's go. Und ich weiß auch noch nicht wirklich, wie der Gegenangriff funktioniert. Muss ich vielleicht noch etwas lernen. Ach so, und ich steuere die ganze Zeit mit dem Control Stick. Obwohl ich doch die Bewegungssteuerung aktiviert habe. Klar, dass er dann die ganze Zeit am Gegensteuern ist. Okay, und muss tatsächlich etwas früher den Gegenangriff vorbereiten. Holy shit. Hier geht's gerade richtig ab. Und ich glaube, es war ziemlich dämlich, dass ich mich da reingestellt habe. Könnte sein, dass... RIP. Wir müssen nochmal hier oben anfangen. Alles klar.
dann auf ein neues. Boah, Nintendo, ne? Also, ich muss sagen, ich dachte, es wäre am Anfang Einbildung gewesen, dass es hier so ein bisschen rumspackt. Aber anscheinend ist es echt so, dass es hier so ein paar Frame-Einbrüche gibt, beziehungsweise dass es hier ab und zu mal etwas unscharf ist, die Grafik. Was kann der Stampfer? Okay, ich denke, das ist echt nur für den Fall, dass wir dann in den Viechern drin stehen. Und wir haben auch einen Spezialangriff. Alles klar. Aber dieses Mal kommen wir tatsächlich besser durch. Das ist echt schön. Dann muss man auch so ein bisschen vorauszielen. Ah, nein, 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 nein. Das Gerät ist tatsächlich wieder etwas außer Kontrolle. Weil hier ein paar Gegner aufgetaucht sind, wo ich eigentlich gedacht habe, dass die schon entfernt wurden. Stampfer, komm, mach mal einen Stampfer. Let's go. Okay, okay, okay. Ah, mein Gott. Ich glaube, wir sollten auch nicht die ganze Zeit vorgehen. Einfach mal ein bisschen stehen bleiben und die Viecher hier entfernen. Ist, glaube ich, auch keine so schlechte Idee. Alles klar, jetzt kommen die wieder. Und wir haben noch relativ gut Leben. Also dürfte das auch jetzt nicht so heftig werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die machen Damage. Die machen hart Damage. Mach mal einen Stampfer hier. Was kann hier der Spezialangriff? Alles klar. Anscheinend einiges. Und ich empfehle euch, die Bewegungssteuerung tatsächlich nicht zu benutzen, weil meine Controller... So schnell wie es anfing, okay. War es auch wieder. Ich sag später. Hast dich richtig gut geschlagen, Bruder. Wird einfach fast weggescheppert. Also, Utania steuern. Tja, der große Daruk macht das schon. Vielen Dank, großer Daruk. Kein Problem.
Wir pusten diese Verheerung Ganon schnurstracks weg. Oh, richtig. Ihr habt sicher Hunger nach all der Kämpferei. Ich weiß genau, was da hilft. Ja, aber keine Steine. Meine Spezialität? Erstklassiges Felsenfilet. Sieht gut aus, oder? Lass dir's schmecken, Bruder. Oh, tut mir leid. Ich habe gar nichts für die Prinzessin. Keine Sorge. Nächstes Mal bekommt ihr was besonders Feines. Das ist doch nicht nötig. Doch, doch. Link, ey. Naja. Dann hat er vielleicht mal was, wo er sich die Zähne dran ausbeißen kann. Ha, versteht er? Ah, die Musik. Nice. Alles klar. Darok, Held der Goronen. Ein Recke der Goronen, der über die Schirmkraft verfügt, mit der er alle Angriffe abwehren kann durch seine Verdienste. Hoch angesehen wird ihm die Steuerung des Titanen Varudania überlassen. Er ist ein großherziger Krieger, dem viel an seiner Heimat, dem Todesberg, liegt. Dieser Name, Todesberg, um das dann Heimat zu nennen. Aber ist ein nicer Ort. Schön warm. Heiße Quellen. Sehr nice. Aber was ich sagen wollte, wenn ihr genauso Controller habt wie ich, die so ein bisschen mäh sind, dann empfehle ich euch auf jeden Fall nicht die Bewegungssteuerung zu nehmen. Weil die Bewegungssteuerung hat mir gerade so ein bisschen Steine vor die Füße geworfen. Einfach weil die dann ein bisschen rumgespackt hat. Alle Achtung! Das Sichtfeld hat sich zurückgesetzt, obwohl ich dann auch ein paar Mal RL gedrückt habe. Hat sich das dann trotzdem wieder versetzt. Also, wenn die Controller vernünftig funktionieren, kann man das mal machen. Aber bei mir, in meinem Fall, was eher nicht so geil. Was? Aufbrechen? Nee. Nee, nee, nee. Wir wollen hier erstmal die ganzen Nebenmissionen abschließen. Oh, und hier haben wir tatsächlich... Du hast es geschafft! Möwendorf Hofladen. Alles klar. Kaufen und verkaufen. In verschiedenen Läden kannst du Materialien kaufen und verkaufen. Das Angebot unterscheidet sich je nach Laden. Hier hatten wir tatsächlich die Materialien. Sehr nice. Da werden wir auch das nächste Mal... Was? Was war das? Möwendorf Soufflé. Achso. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine Fee in der Flasche oder so. Das wäre natürlich extrem krass. Prima. Gut gemacht. Da werden wir auch das nächste Mal reinschauen in den Laden. Nee, nee, kämpfen wollen wir nicht. Wir wollen jetzt nur noch die Nebenmissionen abschließen. Stallrenovierung. Jetzt verfügbar. Stall der Ebene. Ställe und fahrende Händler. Durch Austausch zwischen allen Regionen von Hyrule wurde eine Gilde der fahrenden Händler gegründet. Nun kannst du seltene Items in von fahrenden Händlern besuchten Ställen kaufen. Da fällt mir auch gerade ein. Dieses Spiel war echt eine richtig gute Idee von Nintendo. Erstmal ist es nicht nur einfach nice, das Game, sodass man mehr über den Hintergrund erfährt, wie es zu der Verheerung gekommen ist oder was überhaupt vorher passiert ist und so weiter. Sondern die haben einfach die ganzen Models, die von den Charakteren nicht nur, sondern auch
von der Map einfach. Die Map ist riesig. Und man kann die einfach so nochmal benutzen, ohne viel hinzufügen zu müssen. Also echt nice. Echt nice Idee und da ist das Recyceln tatsächlich auch legit. Ja gut, haben wir hier sonst noch was? Ja, das können wir noch machen. Du hast es geschafft. Stall am See ist jetzt verfügbar. Aber sonst denke ich, war's das dann auch erstmal. Nicht nur mit den Nebenmissionen, sondern auch mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann werden wir beim nächsten Mal, wie gesagt, erstmal in den Laden gehen. Und dann denke ich auch mal hier so eine Kampfnebenmission bestreiten. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.